Das große Planspiel rund ums Cottbuser Stadtgeschehen. Ihr wolltet schon immer mal in einer Stadt leben, in der Kinder bestimmen? Dann kommt zur Kinderstadt Cottbus. Vom 25. bis 29. Juli haben Kinder und Jugendliche die Wahl, bekannte und unbekannte Berufe zu erproben, neue zu erfinden, eigene Projekte zu entwickeln und ihre Stadt zu gestalten. Wir laden alle Kinder zwischen 6 und 14 ein zur Kinderstadt Cottbus in diesem Jahr im PZNU. Die meisten kennen das als Schulgarten. Und ja, was ist die Kinderstadt? Ganz wichtige Frage. Hier können alle Kinder Demokratie hautnah erleben. Es geht darum, dass die Kinderstadt von den Kindern selbst entwickelt wurde. Wir sind in die Schulen gegangen und in die Einrichtungen und haben gefragt, stellt euch vor, ihr könnt eure eigene Stadt aufbauen, mitgestalten. Was wünscht ihr euch denn? Und dann haben sie gesagt, wir möchten ein Rathaus, wir möchten gerne eine Polizei. Und diese Station, so nennen wir das, gibt es in der Kinderstadt. Und an diesen Stationen können die Kinder in der Woche arbeiten. Sie verdienen an ihr eigenes Geld und können aber vor allem alles selber mitentscheiden. Spielerisch müssen sie sich dabei mit Themen wie gesellschaftlichem Zusammenleben, Arbeit und Lohn sowie Selbst- und Mitbestimmung auseinandersetzen. Gleichzeitig erfahren sie, dass die Welt nicht überall gleich aussieht und funktioniert. Wenn ihr Lust habt, die bunte Stadt Cottbus mitzugestalten, dann könnt ihr euch entweder per QR-Code oder auf der Website vom Gladhaus anmelden und mitmachen.